Hier gibt es nach sogenannten Benzin-Tankstellen-Ausbau sowie auch Stromkabelausbau, Technologien im Verkehr. Gibt es genau diese Art von Opfern, die man benutzt von knapp 40 Jahren in einem Flughafenareal, die genau für diese Weltraumstationen in Betriebnahme mit Technologieinstallationen, mit Giftgas, mit Prozeduren und Krankheitsquälerei und Folter, die milliardenfach in diesen sechs Kontinenten als Anklagerhebung gegen sie vollzogen wird. Wird man beispielsweise eine Weltraumstation mit sechs Kontinenten in Betrieb nehmen, wird man diese Art von Weltraumstation mit dem Zürich Flughafen und alles, was unten ist, als hauptzentrale Funktionspunkte, TV, Internet, Strom da draußen als Straßenlampen, sowie auch Bodenwaffensysteme, wird man eine krankhafte Quälerei an Menschen zugefügt haben, gefangen gehalten haben, um in Betriebnahme einer weiteren Weltraumstation mit sechs Kontinenten, die aus den zentralen Laboren unten in den Spitälern draußen als Menschen danach wieder nichts wissen. Nochmals Anklage. Einige Jahre zuvor sah man einen roten Pückel weiter an den Stirn vorne. Und die Ulrico. Zunge und die Chirurgien als Narben hier mit diesem plastischen Haut, ja. Es wird hier noch eine Menge ausgeschwitzt. Ja, man sieht das hier richtig in der Mitte raufgezogen mit Nervenbahnen, Sehnen, Venen, Körperorganen, Pulsadern. Jetzt geht man sozusagen zu den Täternschaften, die da unten in Oerlikon, in Zürich, Limmatplatz, Zürichsee und Psychiatrie Zürichsee, ja. Universitätspsychiatriespital, ja. Das bedeutet also, dass die Täterschaft schon frühzeitig weiß mit diesen Kameras der Flughafenbehörde Interpol, Europol, der Strahlentechnologien da oben, die ganz weit oben sind und getarnt, die das auch mitverfolgen, das Ganze tätigen mit Hintergründen, die man verstanden hat. Natürlich wird die Täterschaft unter dem Zürichsee mit Verbindungen zu diesen Strahlentechnologiezentralen, die viele verschiedene Funktionen beinhaltet, nichts von diesem Opfer gewusst haben, wie die psychiatrische Universitätsklinik das zeigt. Natürlich wusste es auch über Milliarden weitere Opfer oder auch Millionen Opfer in Zusammenarbeit mit diesen Hurensöhnen da oben und denen, die da unten davon leben und hier alles schön erneuern. In dieser Zeit sind es unzählige Opfer für Produktionen, Abgewinnungen, Tötungen oder als Frachtopfer mit spezifischen Technologiefunktionsimplantate, also ähnelnde navigationsintelligente mittlere Gehirnteil, Körperorganen beinhaltet, intelligente Navigationssystem und Programm des sozusagen Humanoiden oder auch Mensch programmiert und simuliert am Leben, Handeln, Denken, Erinnern. Ja. Da gibt es noch von den Schweizer Armee noch die Begrüßung. Ja. Eine Menge Schauspieler, die man hier noch aufsammeln kann und rausgehen lassen kann. Ja. Sind wichtig für den Geschäft da draußen, für derartige Opfer, die man nicht wissen sollte, ja. Das ist alles nichts zivil. Der Landes- und Bayrami, ja. Verlassen die Nazi-Schweiz. Aber der Gashi fehlt ja noch da, ja, und der Shachiri. Shachiri und Gashi ist auch noch drinnen. Von Wladimir Petkovic. Zürich Stadelhofen. Da gibt es wohl verbindungstechnologische Fernseher und Displays. Ja. Displays zu der Überwachungszentrale, Funktionszentrale ganz tief unten. Die sogenannte geheime Überwachungszentrale, die keines mehr sein darf oder kann. Ja. Dasselbe stellt da oben Weltraumstationen. Sechs Kontinent-Weltraumstationen
Man sieht das bei Flugzeugen. Bei Flugzeugen, sogenannte Raketenflugzeuge mit Strahlenschutzgläser, die da oben in der nächsten Weltraumstation raufgehen, ja, mit Piloten oder auch derartige Frachtopfer oder Implantate und Produktionen, Abgewinnungen oder auch Programmierungen von sogenannten strahlentechnologischen Geräten oder auch Zentralen oben vornehmen. Diese Verarschung und Täuschung muss aufgehoben werden. Grünkreuz Apotheker. Es wurde tatsächlich noch eine Street Parade Verarschung und Schauspielerei. Es gibt noch eine Mammutmoschee mit einem Mond oben als Spitz und als Steine. Steinproduktion. Das bedeutet also ein 6-Kontinent-Weltraumstation, das Kommunikationsnetzwerke und auch als sogenannte Waffen, Strahlenwaffen oder auch Waffen, Hightech-Waffensystem der ältesten Art mit Verbindungen zum oberen Weltraumstationen, ja, sozusagen Strahlentechnologiezentralen, die gemeinsame Verbindungen mit denen im unteren Bereich dieser Universität Nervenklinik, sozusagen auch eine Dummmachung von Religion und Gott da gibt, ja. Hier sieht man noch die Nervenklinik, die Implantate, die Technologie, Hilfsimplantationsmittel. Wird daraus ein Neubau Kinderspital Zürich. Und hoffentlich nicht solche Chirurgien und Personen von Kindern, diese Kinderspielsachen, wobei man lernen sollte, wie man Puzzleteilchen zusammenlegt oder auch die Mathematik auf den Zentralen unten und oben gespeichert wird, ja. Sogenannte Produktion, Abgewinnung, Massentötungstechniken. Jetzt noch die Schultes-Klinik. Es sollte eine Behinderungsanstalt für geistig oder auch besser gesagt körperlich Behinderte, ja. Personen, die nicht gehen können oder sich bewegen können. Und hier sieht man jetzt technologische Organprotheseninplantation, also ja, Körper, Muskulatur und sonstiges. War noch kurze Zeit dieser Notfall-Bluttransport. Das ist immer wieder vor meiner Wohnung aufgezeichnet hat. Ja. Kann man denselben noch hier? Hier gibt es noch einiges, das man an Blutentnahme getätigt hat. Mit diesen Sachen, die dran sind, im mittleren Gehirnteil.
So als Bündel hier mit dem zusammen sind. Gibt es beispielsweise einmal eine Injektion hier oder hier, kommt es zu einem schnellen Bewusstlosigkeit, weil es genau in der Mitte des sogenannten lebenswichtigen Gehirnfunktionen beinhaltet. Ja. Hier noch ein Schnitt, das sind die anderen Schnitte, das sind so Organen, kleinen Sehnen, Venen, die unten mit einem Beutel drin sind. Ist ein Beutel drinnen. Jetzt noch die Füße. Die Hände. Das sogenannte Komplett-Set, das den mittleren Gehirnteil hier total laden tut. Während dem Gehen, Sprechen ist fast nicht möglich. Und vieles mehr eigentlich. Hier wird eigentlich nichts diskutiert über die Implantate, über die Prozedur. Werden weder Akten oder weder Formular oder weder Daten davon oder Röntgenbilder oder Programme, die man spielt, weder etwas abgegeben. Es wird sozusagen getan, als wüsste man nichts. Es wäre eine paranoidische Schizophrenie-Erkrankung, die man angeblich mit Medikamenten oder sonstiges heilen würde, oder versuchen würde. Das ist natürlich im Zürich Stadelhofen 5 oder 6 Stationen mit dem Nummer 13 oder Nummer 11 als sogenannte Balgrist-Station. Balgrist-Station, Psychiatrie, Universitätsklinik. Da gibt es also immer noch Wissenschaft, Bibliotheks, Bücher. Ja. Bücher, Schulen waren mit Büchern oder Heften. Das war eine Absicht der hoch sogenannten Komplexschulung. Falsche Schulung, falsche Tatsachenschulen. Also eine sogenannte Komplexschulung. Man hat 500 Seiten, eine Menge Schriften, die man lesen muss damit. Und da hat man eine Komplexschulung erhalten. Das bedeutet, man lernt davon gar nichts und das, was man lernt, ist eine Verarschung. Ja. Muss natürlich abgeschafft werden. Man hier sieht Stadt Zürich, Stadtpolizei. 117 Telefon Stadtpolizei Zürich. Natürlich sollte man hier behaupten, wir wissen von nichts. Ja. Ja, wie man jetzt kapiert hat, hier geht es nicht mit wir wissen von nichts oder sonst was. Das sind harte Prozeduren von Organausscheidung, von krankhaften Strahlen, von Raufziehen, Nervenbahnen, Körperorganen, Pulsadern. Sozusagen nichts Gefährliches. Auch diese Metall- und Technologieimplantationen haben Funktionen. Ja? Das bedeutet eigentlich nichts Einfaches, was man durchmacht und durchfrisst. Knapp 40 Jahre, man geht ja in diesem Zimmer oder in dieser Wohnung zurück. Da hat man diese Technologieinstallationen an einem Flughafenareal, diese Implantationen und auch Totalset. Das muss man sich vorstellen, der Boden kann als ein Bodenwaffensystem benutzt werden. Ja. Sozusagen die Straßenlampen, die glühen, den Kabelanschluss und den Radio und TV oder sonstiges als Kabelanschluss. Ja. Müssen Sie sich vorstellen, wie viel Energieeffizienz als Gift, Tötungsenergieeffizienz der Boden haben muss. Ja. Wird als ein Bodenwaffensystem eigentlich angesehen werden dürfen. Ja. Ich meine, wenn jetzt da runter aus den zentralen Weltraumstationen mit 6 Kontinenten Hauptgeneratorreaktoren unten, die eine gerade Bauweise, die geheim gehalten war, eine gerade Bauweise von Häusern ermöglicht oder auch höhere Häusern, oder auch Landschaften, die man sieht, ja.
und vieles mehr. Sozusagen ein Fahrzeug kann nicht fahren mit Chemikalien und Toxik. Und ein Motor, wäre dieser Metallmotor nicht aus diesen Generatoren und Reaktoren ganz tief unten sozusagen als Hauptantrieb der Fahrzeuge. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen ein Fahrzeug, Sie transportieren ihn von hier weg, von diesen Weltraumstation, sechs Kontinente, die ganz anders funktioniert. Sie werden feststellen, dass Ihr Fahrzeug weder einen elektronischen Kontakt, weder fahren, weder sonst was kann. Ja? Da würden Sie dumm staunen. Ja? Das ist auch etwas, was die Autoindustriebranche nie erzählte oder aussagte, dass die Fahrzeuge eigentlich technologisch Funktion mit Antrieb aus den ganz tief unten der Reaktoren und Generatoren. Das bedeutet, würde diese Fahrzeuge ganz woanders hingehen, würde die Fahrzeuge gar nicht mehr funktionieren, weder Antriebmöglichkeiten, weder Startmöglichkeiten, weder sonst was. Dürfte natürlich die ganze Benzin oder Elektronik alles dran sein, funktioniert nicht. Ja? Sieht man auch viele Regierungsfahrzeuge, verschiedene Länder, Polizeifahrzeuge, Einheiten, Ambulanz auf den Videoaufzeichnungen immer wieder zu sehen. Natürlich sehr professionell, spezifisch Prozedur für Prozedur das nachfolgen und mitmachen und hinterhergehen sozusagen. Ja. Nur ging das jetzt schon knapp 40 Jahre. Sie müssen sich vorstellen, Abgewinnungen, Produktionen, sozusagen Hightech. Funktionszentralen. Ja. Funktionszentralen stellte mal bis dahin als eine Weltraumstation mit sechs Kontinenten und nicht ein Planet, Universum, Erde oder die runde Erde, sondern eine Weltraumstation mit sechs Kontinenten als eine typische Prototypfunktion. Über hunderte davon als typisch durch diese Institution, Firma oder Organisation in Betrieb genommen wird. Stellt diese Weltraumstation von sechs Kontinenten über hunderttausende Jahre schon alt. Ja? Das ist ja mal vorstellen, wie viele Menschen schon da gelitten haben, krankhafte Qualen durchgemacht haben. Da spricht man von Gesetzen oder Menschenrechten schon gar nichts mehr. Das bemerkt man auch als schon richtig gedeihte sechs Kontinent Weltraumstation, die man eigentlich wirklich mit allen Punkten für die größte Produktion, Abgewinnung, Massenvernichtung, sechs Kontinente, Menschheit mit zweiteiligen Menschen. Das bedeutet, die zweiteiligen Menschen, die einen Fabrikkinder, die da unten leben, als Polizisten nachträglich tätig, Richter, Anwälte, Staatsanwälte oder zivile Deckung oder angebliche Mitschüler. Dann gibt es die Laborkinder in solchen Gefängnisstaaten oder Gefängniskantinen, Kontinenten wie Europa. Ja. Bei mir geht es jetzt Labor, Gefängnis oder Laboropfer, besser gesagt, für Produktion, Abgewinnung. Die anderen geht es wiederum auf Fabrikationskinder, die auch teils zum Opfer mutieren können. Dann gibt es eben die Firmaschefen. Ja? Das sind die Hauptangeklagten, sein, die Firmaschefen und Organisation des Firmen. Ja? Sogenannte Weltraum, sechs Kontinentstationen. Auch das da oben mit Giftflüssigkeit, Wolkenaufladung, UV-Strahlenlampen, programmiertes Runterhalten von Luftatmosphäre, von Wolkenzirkulation und Analytik des Luftes bis ganz tief unten in die Generatoren und Zentralen. Das bedeutet, das ist ein neuer Militärflugzeug, Armee-Helikopter. Ja. Das bedeutet, man kann nicht Überwachungszentralen als Überwachungszentralen mit Satelliten oder Antennen, das sind genauestens Überwachungsfunktionszentralen. Da gehört eine Religion und der Glaube an Gott oder sonstiges noch mit dazu. Ja. Sind also komplex, nicht so einfach Computer, die durch nichts funktionieren. Das sind ja keine Computers, das sind Funktionszentralen. Die Einnahme von Giftflüssigkeiten, Organsubstanzen, die Möglichkeit zur Schaffung, die Produktion, die Abgewinnung, die Täuschung, die dauerhafte Energiezufuhr. Das sieht man auch in den letzten Jahren ohne Winter vorhanden, dass eine Giftflüssigkeit wie Giftgas, Gas allgemein, dann auch noch Stromnetzwerke, Kabeln, Radios und Tankstellen für die A-Fahrzeuge sind ja immer noch die billigsten Fahrzeuge, die man kriegen kann und Technologien. Ja? Das bedeutet, das ganze Ausbauen
schon kommt auch der Profitcheck bei mir mit diesen Sachen dran. Und schon hat man da eigentlich auch kapiert, von was man hinaus ist, ja, mit tausende Hintergründe. Das bedeutet nichts Einfaches. Auch da sieht man noch einige neu aufbauen. Die Häuser müssen, die alten ganz weg hier, die neuen müssen eher her. Das sind noch die alten, die mittleralten, die neueren. Ja. Funktioniert ja nicht anders. Unilabs Notfall Bluttransport. Heizt diese Hitzewelle die Klimadebatte an. Seit Wochen ist es heiß und trocken. Fische sterben, Bauern jammern. Schaut man sich mal diese Berge, ausgetrocknete Berge, ohne Schnee, ohne gar nichts. Mehrere Jahre bereits schon kein Winter. Erstens einmal mehrere Jahre, das Jahr 2018. Und auch davor, von Jahr 2018, wurden mehrere Jahre rückverschoben. 2014 fing sozusagen eine totale Giftgasstrahlen, die Pflanzen ausgetrocknet, die Straßenbau hier noch, gar neben der psychiatrischen Universität Klinik, sieht man Bauarbeiten, sollte ein Kinderspital entstehen. Noch eine Kirche mit Uhren, die alten Häuser noch. Bereits mehrere Jahre kein Winter oder kein Schnee vorhanden. Es war ab und zu mal ein künstlich erzeugte Kälte durch einige Flüssigkeiten, Gasflüssigkeiten, die nicht giftig sind, die einen Winter erzeugen sollten. Kommt ein bisschen die Kälte, aber geht wieder und dann geht mehrere Jahre lang ein krankhafter Sommer wieder durch. Ja? Heizt diese Hitzewelle die Klimadebatte an. Muss man sich ja mal vorstellen eigentlich. Ja? Aber es macht einen Eindruck, als würde da unten bereits schon alles richtig zugemacht. Ganz tief unten sind mehrere Reaktoren, Generatoren und viele Flüssigkeiten, die den Wintererzeugnis oder auch den Sommererzeugnis. Ja. Wie stellen Sie sich eine Weltraumstation mit 6 Kontinenten vor? Die einen totalen Auswechsel hat. Das heißt, bedeutet, eine Weltraumstation wechselt alles aus. Sie haben hier noch die alten Methoden der Stromzufuhr, Strom, noch einige Kabeln. Ja, Kabeln. Dann gibt es noch die Fahrzeuge mit Benzin aus der Tankstelle, dann die Flugzeuge mit Benzin aus der Tankstelle, die sogenannte Chemikalien, Toxik, auspumpen als Abgasen. Und vieles mehr, ja. Und wenn ich einen Fernseher will, muss ich den Fernseher und Stromkabel anschließen, ja. Das Lustigste ist, in 5 bis 10 Jahren gibt es diese Sachen alle nicht mehr, ja. Da werden sozusagen die Kinder, die bald neu kommen, sogenannte Laborkinder, vorverklagt weltweit, sollten nicht dem Abgewinnen Produktion töten dienen, ja. Das bedeutet, die neuen Kinder werden das alles nicht so kennen. Ja? Man wird zwar Lämpchen haben, die Lämpchen brauchen keinen Steckanschluss an die Stromkabel. Man wird zwar Wasser haben, aber auch das Wasser braucht keinen Stromanschluss. Oder auch die Spiegel brauchen keinen Stromanschluss, können als Fernseher benutzt werden. Oder als Analytik, der Hirnkörper, Analytik.
Inneres des Gehirns, des Schlafmodus, den man zeigt. Ja. Hier ist es dasselbe Spiegelkamera mit Analytik, alles nur, kann man es noch abstreiten, stimmt ja nicht. Ja. Muss man sich jetzt vorstellen, wie sich das Ganze ändern wird. Vorstellen beim Bauarbeit, ja. Bei der Bauarbeit, wenn man jetzt sehen bekommt, Bauarbeit, Tiefbau, mehrere Bauarbeiter. Wenn man sich jetzt vorstellen, Zivilbereich, Personen wie mich beispielsweise, man hier sieht, die meisten leben hier gar nicht mehr, die sind schon längst ermordet, man hat es gesagt, ja. Bei mir ist es jetzt noch die Ausnutzfunktionstechnologie, Organimplantation, Körper, sowie Strahlung, Ladung, Dosierung, Organentnahme, Organsubstanznahme. Sozusagen bei mir haben die letzten knapp 40 Jahren richtig hohe Profitsäcke durch Implantate, durch Technologie, Installation und Giftgaskammer vor knapp 40 Jahren. Sie müssen sich vorstellen, da wird man eingeladen, nennen wir es, die Firma Implenia als Straßenbauer, ja. Werkleitungsbau Volksstraße. Jetzt werde ich eingeladen als Bauarbeiter im Zivilbereich, ja. Zivilbürgerbereich, werde ich jetzt hier arbeiten kommen mit diesen Personen hier, ja. Wenn man jetzt anschaut, Cyborg aktiv, Schutzmaske, die realistisch aussehen sollten. Bei der einen ein bisschen engere Cyborg-Aktiv-Schutzmaske. Sie müssen sich vorstellen, bei der Vorladung, wir sind bei Sanierung, Vorstraße, Straßenbau eingeladen, sie dürfen eine Arbeitsstelle antreten. Hier gibt es einige Monate, wobei sie ihren Lebensunterhalt verdienen können. Also werde ich für meinen Lebensunterhalt bei denen arbeiten müssen. Aber was man nicht wissen sollte, diese Personen, die da arbeiten, die sind sozusagen ein organisiertes Firma Kriegsverbrechen. Ja? Die Menschen werden weniger, wie man hier auch sieht, weniger dafür gebraucht, dass die arbeiten und den Lebensunterhalt von denen bezahlt bekommen, mit der Familie zusammen. Sondern die werden viel, viel mehr eigentlich dafür bezahlt, dass die Leute richtig schön schwitzen, noch einige Alpha-Medik, noch einige Waren an der Hand, Schaufeln, Bohrmaschinen, ja. Die elektronische Bohrmaschinen, der Asphalt, Metall, diese Art von schnelle Implantationen, wird man da natürlich sehr viel im mittleren Gehirnteil raufgebohrt haben, richtig schön gedruckt haben. Hier sieht man das ganz tief unten bei der zentralen Verbindung, das Gesamt hier. Ja. Sieht man die Personen nach einem Monat, zwei bis drei Wochen, beispielsweise 50 oder 100 dieser Arbeitstätigen, hatte diese Organisation, diese Firma natürlich die 50 Personen ermordet. Ja. Entweder mit Giftgase in der Wohnung oder auch mit Lebensmittelvergiftungen. Anschließende Giftgas-Verkrankungen. Ja. Das sozusagen, denn war weniger die Arbeit dieser Personen wert, als dass man die Personen tötet und ganz tief unten zu den hauptzentralen Punkten lagern tut. Was man bis dahin verschwiegen hatte und verleugnete. Ja. Bei mir war es ja dasselbe, bei mir gab es eine Einladung als Arbeitstätige, als Zimmermann. In einem Spital, im Spital schnell Bewusstlosigkeit, lebenswichtige Gehirnfunktion in Mitte, schnelle Aufschaltung, schnelle Einfuhr, Einschaltung bei Zurückfuhr,
Somit hat sich auch der Profitzweck mit dem Traut gelohnt, ja. Dann gab es noch zusätzlich eine Einladung bei weiteren Arbeitsstellen oder auch in den Schulen. Bei einer weiteren Arbeitsstellung gab es noch mit diesen Sachen, die drin sind, eine extrem hohe Dosis Injektionen, Giftflüssigkeiten, die aus dem Penis oder auch dem Nacken entnommen worden sind. Einige Deziliter, das bedeutet, einige Deziliter hatten einige mehrere hunderte Personen für die Produktion von Organsubstanzen mit Chemikalien, Giftchemikalienmischung, die da eigentlich aus meinem eigentlichen Gehirn, Körperorganen mit den Implantaten, die einiges lebenswichtig ersetzt, eine höchste Dosis Deziliter Chemie, Giftflüssigkeit, die man nicht kennt, mit Organsubstanzen gemischt als Analyt. So konnten sozusagen die Personen weitere Produktionen im unteren Bereich, unter den Baustellen, wo der in ihrer Wohnung ist, das Ganze sich für ein bisschen mehr aufnehmen. Dann würde jetzt ein Kind eigentlich aus dieser Psychiatrie oder in diesem Traum fragen, warum braucht man denn sowas eigentlich? Ich sehe Maschinen, diese Maschinen könnten Papa oder Bruder mit einem Computer aus zu Hause, könnten diese Maschinen die Arbeitstätigkeit genauestens berechnet eigentlich. Macht jetzt den Eindruck, dass diese Metallstäbchen da ein bisschen rausgezogen werden. Wie einfach entfernt.
Wie sieht es für euch alles aus, ja? Man nehme jetzt entweder wie ich im 1990 den Bus oder ein kleines Fahrzeug, einen Ford mit Benziner und Gangschaltung oder einen Bus, ja. Man nehme das Fahrzeug, fahre ein bisschen den Hügel rauf, ein bisschen den Hügel runter, durch die Autobahn immer geradeaus, ja. Es gibt weder eine runde Erde, die man mit dem Fahrzeug umrunden müsste, damit man nach Asien, nach Amerika, dann wieder in Europa zurück oder nach Russland, Antarktis durch, dann wieder zu dem Pazifik, irgendwo Arabien, Afrika, dann wieder hinten zurück, ja. Gibt's gar nicht. Das ist ja eine witzige Sache. Eine Erde kann nicht rund sein. Wie stehen denn alle diese Häuser immer wieder gerade da, ja? Wie kann man diese Häuser gerade bauen, wenn die Erde rund sein müsste? Ob man nach oben geht, ist das Haus immer gerade gebaut. Und hat immer einen Metalldetektor, dass zu den Generatoren ganz tief unten eine Verbindung für die gerade Bauweise eines Hauses beinhaltet, ja? Das bedeutet eigentlich, wie sieht ein typischer Weltraumstation mit 6 Kontinenten aus, ja? Wie sieht ein typischer Weltraumstation mit 6 Kontinenten aus, das eine weitere Weltraumstation weiter oben beinhaltet, mit UV-Strahlenlampen, die eine automatische programmierte Dunkelheit erzeugen und viele Stationen, wobei Flugzeuge oben reinfliegen können, in die Stationen. Oder auch sonst woanders transportiert werden. Verstehen Sie den Witz der Weltraumstationen, in der wir leben? Ja? Ein Prototyp Weltraumstation, das bis zu tausende dieser Weltraumstationen als Prototypen beinhalten können. Einige Jahre davor, ohne Zeitverschiebung, war ich noch hier. Da war noch ziemlich alles ausgetrocknet. Da gab es weder was zum Essen aus der Landschaft, weder sonst was eigentlich. Ja. Und jetzt gibt es schon gute Äpfel und sonstiges. Und es ist auch ein bisschen, hat es geregnet, ein bisschen Kühlheit. Ja. Sozusagen die Sache Holocaust, World Crimes, Antrag, Anklage. Wie kann man sich eine Weltraumstation für Nutzen vorstellen, wenn genau eine Weltraumstation mit 6 Kontinenten nicht genau diesen Nutzen hätte? Abgewinnungen, Produktion, Massentötung, systematisch. Mit Täuschungen und Lügen, sie müssen für diese Birre oder Äpfel da, sie müssen da jetzt ein bisschen bezahlen. Aber ich bezahle schon, aber wo nehme ich die Arbeit eigentlich? Ich muss jetzt arbeiten, damit ich ihnen das bezahlen kann, ja? Verstehen Sie? Da ist eben auch schon der Beweis drin und die Logik von systematischen Massentötungen, Produktion, Abgewinnungen und Vorgehen und Prozeduren. Gehirn, Körperorganen von Geburt an, Funktionstechnologien sowie Simulation von Gehirn-Körperfunktionen. Das bedeutet, nach knapp 40 Jahren haben die Personen aus diesen Weltraumstationen ganz woanders mit Verbindungen, mit tausend Produktionen, Abgewinnungen, Programmierungen natürlich nicht wenig daran verdient, ja. Sollte ja nicht geheim sein. Strafanträge. Auch diese Aussage. Video-Audio-Beweisaufnahme wird natürlich rechtskräftig wegen der Anklage und Beweisaufgabe, Abgabe und Aufnahme getan. Stellen Sie sich vor, das sind Kriegsverbrecher, ja? Genau von solchen Sachen. Die leben da unten, mit denen am Zürichsee, sind nicht gezwungen, arbeitstätig bei Baustellen, Häusern, Wohnungen zu sein, sind nicht gezwungen, für das Geld zu arbeiten, sondern verdienen von Produktionen,
Abgewinnungen. Oder auch zu dieser Zeit verdienen die von mir als dieses Opfer, einen sogenannten Holocaust Hightech War Crimes, verdienen diese Personen eigentlich an mich am besten. Ja. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, wie stellen Sie sich eigentlich Kriegsverbrecher vor? Ja. Wie stellen Sie sich Kriegsverbrecher vor? Dass Sie mit einer Armeeuniform durch die Häuser rennen, kleine Mädchen an den Haaren packen, schreit, die Serben waren's, oder andere kleine Mädchen an den Haaren packen und sagt, scheiß Schweizer, oder was? Natürlich sind das kein ernstzunehmende Kriegsverbrecher wie die da hier, ja. Das sind alles Personen, die nichts von mir wissen und den anderen opfern, die man hier hatte oder noch hat. Verstehen Sie, gemeinhinterhältige Massenmörder oder auch gemeinhinterhältige Kriegsverbrecher mit Patiententäuschung, Deckung und höchste Profitzwecke und höchste Bereicherung. Soziale Arbeit. Und hier noch die Ambulanz, ja. Die Ambulanz muss ja auch mitverdienen, als Weißarmee anerkannt. Die Weißarmee ist die Ärzte, ja. Nervenkliniken, Psychiatrien, Drogen, Heroin, Kokain, Marihuana, Mind-controlled Organic Substance, Organic Giftgastötungen, Implants und Strahlentechnologie, Funktionsverbindungen und vieles mehr, ja. Wie Sie diese Bauarbeiter hier sehen, arbeitstätig für die Regierung selbst. Hier ist auch noch die Polizei, ja. Meine, was wäre da schlimmer? Schnell in die Grube reinfallen, etwas brechen. Oder siehe bei mir, das so durchzufressen und zu behaupten, dem geht's ja gut, ja. Wissen Sie, warum die noch arbeitstätig sind? Die verarschen, täuschen Personen. Ich komme aus Albanien, ich komme aus Ungarn, ich möchte bei Ihnen arbeiten, ja? Dann fangen Sie schon mal an. Für Ihren Lebensunterhalt in der Schweiz, Ihnen wird es nicht besser gehen als diesem Opfer. Werden einige Monate später ermordet, ja. Aber Sie müssen sich vorstellen, diese Personen wussten davon nichts, weil die Tötungen vornehmen. Als Bauarbeiter nehmen sich diese Personen die Tötung vor. Von solchen Personen, die Arbeit suchen und hier verarscht werden, Arbeit gefunden zu haben. Ja. Und fragt man sich, warum wissen diese Personen von all dem, warum die jetzt da ganz tief unten alles erneuern, bis nach draußen und die alten Kirchenhäuser und alles wegräumen, ja? Warum wissen die davon nichts? Warum wissen die über millionenfache derartige Opfer, die man ermordet hat, nicht? Mit Giftgas und alles. Das nennt sich eine perfide, organisierte Kriegsverbrechen.
Nur nicht bei mir, gell? Hier? Nur nicht bei mir aufzeichnen. Nein, nein. Europe car moving your way. Culture of tolerance. Fällt noch Tele Züri, SRF, Euronews, CNN, NZZ, Neue Zürcher Zeitung, da hinten auch noch zu sehen. Da gibt's noch vieles mehr da hinten. Aber wie ihr begriffen habt, man kann sich aus denen ihren Nachrichten, Journalismus, kann man Verzicht machen, ja. Wie ihr bei mir zu sehen bekommt, Neue Zürcher Zeitung, eine Menge andere, die sind natürlich angebliche Untersucher, Ermittler der FIFA-Korruption tiefer unten, ja. Aber nur schoss man, glaube ich, noch den Bayrami aus dem Spielfeld raus, ja. Fehlte natürlich der Gashi, ja. Aber den Gashi kriegt man nicht raus. Noch einmal, eine Weltraumstation, wie würde für Sie alle eine Weltraumstation aussehen? Nehmen wir den Amerikaner, den Asiaten unten und den Deutschen oder den Schweizer, fragen wir ihn, wir wollen da oben eine Weltraumstation, wo die NATO-UNO-Armee einen Satelliten oder Antenne hat, ja? Aber das ist ja schon ein Witz, verstehen Sie den Witz? Also Sie wollen eine Weltraumstation da oben, aber bemerken diese Weltraumstation da draußen nicht. Die Weltraumstation, das 6 Kontinente beinhaltet, ja. Aber jetzt sage ich Ihnen nochmals eins. Schon darf man jubeln und sich sagen, yippie, wir sind auf einer Weltraumstation. Mit verschiedenen Funktionszentralen unten, verschiedenen Überwachungszentralen, Durchgänge zu ganz anderen Weltraumstationen, zu Hauptzentralen, überwachungssichere Systeme. Naja, aber die Freude war zu früh. Wissen Sie warum? Antrag, Anklage, Sondertribunalgericht, Massenproduktion, Abgewinnung, Vernichtung, systematisch, ja? Was bedeutet systematisch? Das bedeutet Sie aber nicht zu freuen, wenn ich eine Weltraumstation mit 6 Kontinenten in Betrieb nehme, durch Generatoren, Reaktoren, und verschiedene Giftflüssigkeiten, wobei jetzt mehrere Jahre im Winter, im Sommer kein Winter vorhanden war. Da müssen Sie sich ja vorstellen, ich benutze eine Weltraumstation nicht für Ihren Paradies oder für das, dass Sie hier was haben. Ja? Ich benutze eine Weltraumstation mit 6 Kontinenten, mit Grenzen, Mauern, Gittern oder auch Piloten mit Flugzeugen, Raketenflugzeugen, die in die anderen Weltraumstationen oben fliegen, die eine programmierte Zirkulation von Wolken, von Unterdrückung der Luft, Aufrechthaltung und ein automatisch programmiertes Tag und Nacht. Ja. Der Rest im Hintergrund sieht man beim Luftschutz, die einen Tageslicht oder Nacht macht nicht mehr. Ja. Ja. Das bedeutet, Sie können nach oben fliegen, werden Sie eine erweiterte Weltraumstation mit 6 Kontinenten, ziemlich dieselben Proto-Weltraumstation-Typen. Ja? Aber das bedeutet, dass man jetzt den Antrag auf Anklage stellen muss, ein Sondertribunalgericht,
auf das alles zu erheben, weil die Menschen da draußen gezwungen sind zu arbeiten, wo die eigentlich nicht arbeiten müssten. Sie sind gezwungen, hinter dem Geld hinterher zu rennen, nach Geld zu betteln oder auch Obdachlosigkeit zu schlafen, zu hungern, zu dursten, um anschließend in diesen Wohnungen oder auch sonst wo mit Giftgase getötet zu werden oder strahlentechnologische Giftgase oder strahlentechnologische Geräte. Dann werden die nach unten geschleppt, werden sozusagen, bis sie natürlich ein Weltraumstation, Hightech Weapons, Hightech Organic, Organic Projects, Hightech Substance, Hightech Quälereien von Menschen mit spezifischen Technologie, Implantationen, Funktionen, wie bei mir zu sehen. Wie sie kapiert haben, geht das in unzählige Kriegsverbrechen Richtungen, wobei man einfach gesagt hat, man will Mauern, man will Gitter, man will Grenzzöllen, man will die Flughäfen, man will die Arbeit, man will die Schulen, die Religionen, alles was für die Produktion, Abgewinnung, Massenvernichtung der Menschen da draußen zu profitablen Bereicherungsgunsten führt. Ja. Müssen Sie sich vorstellen, ist ja auch selbstverständlich. Der Kameramann aus der NZZ, aus der Euronews, weiß natürlich nichts von mir, weil über ein paar Millionen Menschen darunter, da draußen gezüchtet, verarscht, getäuscht mit Arbeit, mit Schulen, mit Alkoholisierung und nach einigen Prozeduren millionenfach mit Giftgase getötet worden sind. Unten reingeschleppt worden sind, wie bei mir auch noch zu sehen, aus dem mittleren Gehirnteil, sowie Knochen, Körperflüssigkeiten, Knochen, Haut, Gehirn, Körperorganen in einigen Transporten aufgeteilt worden sind. Ja. Sie behaupten jetzt, warum machen Sie da unter dem Zürichsee nicht die sogenannte Biggest oder Riesen Taskforce Überwachungszentrale mit Identitäten, Pässe, keine Arbeit, gar nichts, Identifikationspässe, Personalien, all in biometrischen Identitäten. Warum machen Sie da die Überwachungszentrale unten nicht auf? Ja? Wegen Kriegsverbrechen, krankhafte Verbrechen, Laborgefängnisse, die man unten hat, sowie in allen 6 Kontinenten und vieles mehr, kann man das nicht einfach öffnen. Ich meine, ich öffne jetzt Überwachungszentralen mit Identifikationen, Personalien, aber schon ist die Religion noch irgendwo als Religionshäuser vorhanden. Ja? Verstehen Sie das Problem? Ja? Wie schon gesagt, alle Anklagepunkte, alle Beweise, Aussagen werden für einen erhobenen Sondertribunalgericht, für einen Anklageantrag auf Sonderspezialtribunalgericht in Bezug auf alle Weltraumstationen mit 6 Kontinenten, die oben gehen sind, durch die Luftschutzatmosphäre und die Zentren oder auch oben rein in die Parking der Flugzeuge oder auch Transport unten durch. Ja. Sozusagen, das ganze System, alles, was zusammenhängt, ist verklagt. Ja. Ich möchte nicht, dass Sie den Menschen erklären, das ist eine Erdkugel, die nennt man Erde hier. Man hat nichts erfunden oder sonstiges davon. Ja. Immer wieder spricht man, unsere Wissenschaftler erfanden den Staubsauger, erfanden den Computer oder erfanden die auch diese Billiglastwagen. Ja. Dann hat die ja gar nichts erfunden. Oder auch diese Tram mit diesem Strom hier. Mit dem Strom oben und unten mit den Gleisen, damit so viel Strahlen wie möglich aus einigen Zentralen nach unten gezogen werden. Als sogenannte Produktionsstrahlen, ja, die man nicht sehen kann. Sehen Sie die Stromnetzwerke da oben, ja? Da unten. Und sehen Sie diese Implantate hier, diese Metallstäbchen. Ja? Natürlich ist es kein Elektronik, das einen elektronischen Stromschlag verpasst. Was ist sonst was davon, ja? Aber natürlich sind es Anziehungen von krankhaften Strahlen, die man gar nicht sehen kann, von ganz weit weg, ja.
Das nennt man hier Street Parade Zürich übrigens. European Street Parade Zürich. Switzerland. Wille Zürich wünscht viel Vergnügen an der Street Parade. Eine schöne Weltraumstation da oben. Das ist schöner Sonnenschein als Tag mit Wolken und Blau und dann als Nacht mit einigen Leuchtpunkten als Nacht, ja. Sollte man unbedingt mit den Händen nach oben zum Gott glauben, ja, mit diesen Sachen. Multifunktionstechnologie-Implantation von Geburt an, ja. Hier wird bald noch ein Bad genommen. Ja. Wenn man hier sieht, ein Bad der Universität Psychiatrie Zürich, B019, B020, Bettenzimmer. Wenn man hier in der Mitte des Kopfes mit diesem Gerät hier, wie ich es bemerke, macht hier noch nach dem eigentlichen Beule hier, wo das Gerät in der Mitte ist, macht hier ein bisschen einen rötlichen Eindruck und schmerzt noch ein bisschen, so wie ein rundes
Gerät, das die Nervenbahnen, teils Körperorgane, Pulsadern, Muskulatur sowie Luftröhre von vorne. Einige Jahre davor sah man noch ein kleines rotes Pickelchen. Das war genau dieses Gerät hier, das nach oben und nach hinten gezogen ist. Sieht man hier noch das hintere Teil, ja. Macht jetzt den Eindruck, in der Mitte des Gehirns das zusammengefügt zu haben. Geklappt, ja. Jetzt bemerkt man eigentlich dieses Gerät hier, ja, das man hier sieht. Ja. Und das da, mit einer Beule dahinter. Man bemerkt das eigentlich, wenn man jetzt eigentlich. Und das hier auch. In der Mitte. So hier. Man sieht irgendwie einige NATO-Militärpersonal, die ähnelnd Verdacht schöpfen lassen, dass es aus der NATO-Armee-Anlage Kosovo sowie Schweiz der NATO-Armee in diesem Zürich-Psychiatrie-Universitätsspital tätig sind. Man kann daraus natürlich auch weitere Verfrachtungen in anderen Ländern sind auch schon verklagt. Oder ja auch in sogenannten Weltraumstationen, die 6 Kontinenten außerhalb irgendwo in Funktionszentralen eingesteckt wurden zu sein. Oder Implantate und Giftflüssigkeiten zu beinhalten, auch eigentlich verklagt. Ja. Das bedeutet, auf jeden Fall kann man selbst hier gar nichts tun. Alles ist ein computergesteuertes, navigationssimuliertes Persönlichkeit mit Handeln. Tun, denken, erinnern, alles eine Simulation. Ja. So natürlich im Bad gehen. Im Bad wird man diese 3 Fläschchen noch benutzen. Diesen Shampoo hier. Ja. Hier hat man noch den iPad. Sieht man immer durch die NATO-Armee, beispielsweise Facebook, Fox 5 News. Und vieles also eigentlich weltweit damit verbunden. Und dauerhaft auf Beobachtung, ja. Zeigt wenigstens etwas. Sie haben jetzt nochmals zur Kenntnisnahme Antrag, Anklage, Strafantrag, Anklage wegen Kriegsverbrechen. Ich bin nicht in diese Psychiatrie gekommen, damit ich einige Dosierungen oder Entfernungen einiger Hilfsimplantate mit Ihren Leuten, die Sie hier als Schauspieler haben. Ich möchte nicht, dass Sie hier weitere Dosierungen, weitere Implantate oder Entnahme, weitere Prozeduren nachträglich mit ihrer angeblichen Ärzte, die von allem hier wissen und alle schweigen nach über millionenfachen Morde. Ich möchte nicht in ihrem Flughafen Zürich-Areal zu dieser Wohnung, wo die ganzen Bodenwaffensysteme installiert sind, neu gelegt sind vor einigen Jahrzehnten, wo sie dort alles neu aufgebaut haben, mit Programmierungen, mit Engineering. Ich möchte nicht, dass sie mich nochmals dort zurückladen in diesem Zimmer, in dieser Wohnung mit diesen Implantaten und diese Video-Audio-Grafikprogramme, wobei sie mit ihren Piloten und ihren Waffensysteme verschiedene Programme im Gehirn erhöhen und krankhaften Kriegsverbrechen betreiben. Ich möchte diese Strahlen, alle Gifte, die ich im Gehirn und Körper habe, ja, wie man hier sieht, mit Einwirkungen von Giften, mit Organsubstanz, verschiedene Artennamen, Organennamen. Ich möchte nicht in Ihrem Flughafen Zürich-Areal mit all den anderen der NATO-Armee oder auch weiteren Weltraumstationen oben, die verschiedene Giftflüssigkeit Funktionszentral damit verbunden sind und auch im unteren Eben oder auch sonst wo man nicht kennt, bei anderen Personen Weltraum, sichere, geschützte Waffensystemstationen als Weltraumstationen wie diese 6 Kontinente. Ich möchte nicht, dass sie Anwälte oder Richter vorbereiten, die sozusagen
bei dem Mandant behaupten. Ich habe festgestellt, der Mandant wollte abhauen oder wollte fliehen aus dem Haus. Da musste ich die Polizei einrufen. Ich bin der Anwalt zu seiner Sicherheit. Ab ins Gefängnis rein oder ab in die Psychiatrie rein. Oder ich bin der Richter, ich habe hier den Pass. Den Pass habe ich für mich und meine Leute, Europol, Interpol und weitere zur Sicherheit für uns selbst dargestellt. Ich möchte auch nicht, dass Sie weitere Zivil-NATO-Armee-Personal versenden. Oder irgendetwas vom Ganzen. Sie müssen jetzt verstehen, knapp 40 Jahre. Was sucht so ein Kind von Geburt an in einem Universitätsspital Zürich, in einem Kosovo-Funktionszentrale, die mit verschiedenen Giftflüssigkeiten aus Produktionen von Menschen, Tiere, Chemikalien entsteht, die damit getätigt wird und noch mehr verdient wird? Ja, richtig. Also ich meine jetzt, ich möchte nicht nochmals in einem Flughafenareal, wo diese ganze Zentralen mit diesen Piloten und alles das Ganze hier tätigen und auch nachträglich im Heimlichen und einiges auf Geheimstempeln oder vorenthalten, weil was man nicht kennen kann, ja, mit der NATO, UNO-Armee und der Rest von euch. Ich möchte ein Ende haben und nicht eure zwangsmäßige Kontaktaufnahme wie in der Schule. Man muss zur Schule, man muss mit dem Lehrer Kontakt haben. Mit diesen Sachen muss man auch einige Intelligenztests machen, dass die Computer Funktionszentralen für Produktionen, Abgewinnung, anschließende Prozedur, Tötung, natürlich noch dies und das. Ich möchte das alles nicht. Ja. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Jetzt muss das Opfer nochmals aus ihren sogenannten NATO-Zivilien, NATO-Militär-Armee-Zivilien, als Ärzte, als Psychiater, als Patienten, muss er nochmals zu ihnen entweder im Flughafenareal über in der Kaserne, Polizei, NATO-Armee-Kaserne, Zürich, als Polizei verkleidet, als Sicherheitsdienst unten tätig und hier draußen als Polizistenaufspielerei. Ich möchte sozusagen einfach, dass sie ein Ende finden. Ja? Und jetzt nicht nochmals auf die Idee kommen, Eltern zu spielen, Schwester zu spielen, die den armen Kind in der Psychiatrie besucht. Ja? Wie die anderen Millionen, die man noch in der Wohnung ermordete, ja, mit Giftgasen oder auch runterschleppte und erst danach ermordete. Ich möchte, dass Sie hier ein Ende finden und dass Sie kapiert haben, mit Ihrem Air Force Dübendorf, Flughafen Zürich, NATO-Armee und der Rest davon, die das treiben, Sie haben Ihre Grenze schon längst auf die brutalste Art und Weise überschritten. Anklage. Da noch etwas vom Bundeshaus. Bundeshaus, Bern, Schweiz, Bundeshaus. Unsere Schweizer Armee in Psychiatrie. Kriegt man jetzt endlich mal die Sondertribunalgericht, Spezial-Sondertribunalgericht für Menschen, die Menschen sind und nicht aus ausgeteilten Produktionsländern mit Wäldern und Bergen, die man reinfährt und getötet wird, oder auch Giftgaswohnungen mit irgendwelchen Religionskirchenhäusern und Jesus, die erhängt. Ja. Kriegt man mal da ein Spezialtribunalgericht, um unsere Weltraumstation mit 6 Kontinenten und die nächsten da oben als Weltraumstationen mit spezifischen Giftgasflüssigkeiten, Zentralen und Funktionen wie diese Implantate mal geregelt hin, ja? Wäre ja auch eine Anklage sehr wert, ja? Vergessen Sie eins nie. Weltweit Laborkinder, ja, Laboropfer genannt, Laborkinder wie ich, ja, von Kindern. Das Eigentum dieser Laborkinder sind denen ihre Vorfahren und das Opfer, das man sozusagen quälte, folterte, hungern ließ, dursten ließ und mit Giftgas tötete,
werden alle Laborkinder, die da draußen leben, egal von wem, von Afrikanern, Arabern, Schweizer, Amerikaner, Asiaten, werden alle dieselbe Person sein, dieselbe Menschen, die genau diese Art von Verbrechen unterlegen waren und nicht von den Menschen, die da draußen vormachten zu leben oder heute noch da unten mit Hightech-Sicherheitsschutzmasken da rausgehen. Das wird alles nicht denen gehört haben, sondern nur den Laboropfern, die da draußen leben und der Vorherigen, die diesen Dreck wie ich durchfressen mussten. Egal wo man transportierte, wo man gelöscht hat, wo man gewaschen hat, was man verarscht hat. Anklage. Also nochmals, man wird geboren, beispielsweise wie bei mir, 26.09.1984, Yetmir Kasch. Was erfährt man über 1984? 1984. Irgendwann im 26. September, wobei von den Personen davor schon genau das ausgedachte Jahr, Monat und Tage mit einem Kalender vorhanden sind. Ja? Also was bedeutet das? Das bedeutet, ich werde geboren an einem Tag, von wem ich geboren worden bin, wie ich geboren worden bin, weiß ich ja nicht. Ja? Vielleicht auch bei mir hier mit diesen Implantaten zu sehen. Wurde ich geboren? Wann wurde ich geboren? Von wem wurde ich geboren? Wie wurde ich geboren? Und wie sind diese Sachen im Gehirn, diese Implantate, Chirurgien, spezifische Laserchirurgien mit Microchip-Implantate, Organprothesen-Implantate, mittleren Gehirnteil oder auch Körperteile? Sind das die reingekommen eigentlich, ja? Hätte ich ja eine leibliche Mutter oder Eltern gehabt, die hätten das ja nicht zugelassen und nicht gewollt, ja. Jetzt geht das weiter, ja, und auf die Welt gekommen, was hat man da getan eigentlich? Man kommt auf die Welt, man kann weder sprechen, sehen oder hören, ja. Schon hat man diese Implantate dran, funktionstechnologische Implantate. Dann fängt man an zu wachsen, wie jede Person in der Schweiz, Deutschland, Österreich, wie jede Person weltweit, Afrika, in Amerika, in New York, in Los Angeles, in Kalifornien, in Asien, Hongkong, in Japan, ja, oder auch in der Türkei, ja, oder auch sonst wo, Arabien. Man wird geboren von Geburt an und glaubt, diese Personen sind meine leiblichen Eltern. Die nenne ich Papa und Mama. Ich wurde geboren, mehrfach hin und zurück, aus dem Universitätsspital Zürich von Geburt an, immer hin und retour Kosovo Geburt, retour weg, 2 bis 3 Monate, maximal 6 Monate alt, nichts mit Bewusstsein, Sehen, Hören und Wissen, in die Universitätsspital Zürich, immer wieder hin und zurück. In 1987, mit circa 2 bis 3 Jahren, kriegt man sozusagen durch eine Regierungsbehörde, die nicht einmal eine Regierungsbehörde richtig ist, einen zur Verfügung gestellten Wohnung. Ja. Wobei die Personen eins auf leibliche Eltern spielen, ähnelnde Bezugspersonen, die keine leibliche Eltern sind, aber sich aufspielen, natürlich dem Kind den Glauben geben. Dann wird man langsam 12-jährig, 11-jährig, 13-jährig. Dann hat man zum ersten Mal den Orgasmus, den Sexualverkehr, Drang oder auch Orgasmus und schon bemerkt man im Gehirn, sind im Hintergrund unter meinem Haus oder auch unter dem Flughafen an Laboren, an Zentralen, Computerzentralen, die Funktionstechnologie
zentral beinhalten Personen, die die Analytik davon wollen und noch vieles mehr. Ja. Kriegt man eine Menge Injektionen in der Nase über, sieht man die ganzen Bündel in der Mitte, wobei ein Loch in der Mitte mit Nervenbahnen, Pulsadern, A-Organen vorhanden war. Ja. Dann lebt man auf diese Art und Weise, versucht eine Arbeitsstelle zu finden, man versucht Schule zu gehen, man versucht intelligent zu sein, man kann damit nicht wirklich intelligent sein, aber versucht sich durchzuringen und versucht eine Arbeitsstelle zu finden, so wie das einem beigebracht wird. Ja. Man wird beigebracht, du gehst zur Schule, du bist guter Schüler, wenn du alles gut gelernt hast, kannst du eine sehr gute Arbeitsunternehmen gehen und dein Lebensunterhalt mit extrem viel Geld und deine Zukunft gestalten. Ja? Dann hast du was im Leben gesichert. Also ich kam schon mit 14 Jahren, wie bei allen anderen Opfern weltweit, kamen die Drogenkonsum ins Spiel, der Alkoholkonsum. Da kamen schon auch Nervenkliniken, psychiatrischen Kliniken, Nervenkliniken, Spitälern, Polizeibeamte, da kamen Anwälte, Jugendanwaltschaft, Staatsanwaltschaft, Richterschaft. Da ging es auch schon um den Pass und Ausweis ausgeschoben. In deinem Land kriegst du nichts zum Essen und zum Trinken, weil du hier nicht mitmachst. Ich überdachte das zuerst mal nicht viel, ja. Aber vor meiner Zeit gab es noch einige 25-jährige Personen, bis gar 30-jährige Personen, die hatten einen eigenen Kleinzimmer als Wohnung oder eine Kleinwohnung, eine Küche, eine Toilette und ein Schlafzimmer, mehr nicht. Ja. Die gingen genau diese Depotflaschen, weil die Sozialgelder oder die Arbeitsgelder sehr wenig bezahlt. Knapp wurden, gingen die ein bisschen Depotflaschen, ein bisschen Konservendosen mit ein bisschen Gasherd, ja, mit dem Gasherd. Und sozusagen, ja, nahmen sie sich eine Menge Gifte ein, ja. Aber schon kam bei denen auch der suizidale Vorschein, sich zu töten, weil ob in der Schweiz, ob in Deutschland oder sonst wo, hat man keine Zukunftsperspektiven. Man nimmt den Personen systematisch die Zukunftsperspektiven, setzt sie in einem suizidalen, also einen Selbstmordgedanken oder auch den Wunsch, sich selbst zu töten, da man eigentlich zukunftsperspektivlos absichtlich so hingestellt wird und nichts unternehmen lassen tut. Ja? Was geschieht weltweit so? Man stellt manche Personen in ein Zimmer ein, die sind hirntot, sehen, sprechen nichts, kapieren nichts. Oder holen sich noch ein bisschen Alkoholflaschen, einige Konservedosen mit ein bisschen Gasherd, den man anmacht, um noch ein bisschen Essen zu bekommen. Ja. Aber natürlich ist man selbstmordgefährdet, würde sich am liebsten Selbstmord selbst töten. Kommen auch die Drogen ins Spiel, das machen es eigentlich sehr einfach. Ja. Bei mir war es ebenfalls dasselbe, nur ich wurde dann nicht durch Giftgase getötet in meiner Wohnung. Oder durch Polizei abgeholt und durch Giftgase in einem Polizeigefängnis geholt. Bei mir war das, wie kapiert, schon ganz anders. Bei mir war von Geburt an die Implantate, die Dosierung, die jetzt als ein ganzheitlicher Bündel in der Mitte zu sehen ist, mit Hirnpulsadern, mit Körper, mit Ladung, Strahlung und vieles mehr. Ich war da von 16, 15 Jahren an ein sozusagen Drogenkonsument von Marihuana. Ja. Was ich damals nicht verstanden hatte mit diesen Lungenröhre, dass die Marihuana-Drogenkonsum nicht gewöhnliche Marihuana darstellt, sondern aus der Universitätsspital unten den Laboren oder Zürich Flughafen unten den Laboren, dass Tabak, die Lebensmittel, die Marihuana selbstständig produziert, mit Giftflüssigkeiten produziert wird. Das verstand ich damals noch nicht, weil
hatte ziemlich erhöhte Schwierigkeiten. Ich konnte gar nicht denken, erinnern, wie immer noch, ist ja mittlerer Gehirnteil, ist schwierig. Jetzt hat man eine Navigations-, Persönlichkeits-, Handlung-, Denk-, Seh- und Hörimplantation, das ist noch Navigationsintelligenz. Also ein Programm, ein Computer, Funktionszentral handelt. Aber jetzt musste ich mir vorstellen, mein Leben, eine Invalidenversicherung, eine Menge Injektionen durch Psychiater. Und in meinem Leben ging es wieder eigentlich gar nichts. Ja. Das bedeutet, ich bekam die einmalige Gelegenheit, sozusagen nichts mehr mit Versuchen aufhören zu rauchen, mit Versuchen gesund zu werden, was ich in diesem Problem damals gar noch nicht verstand, ja, wo mein Problem liegt. Wie schon gesagt, alle halten sich für dumm, ich bin dumm, ich kann nichts, warum bin ich immer schuld, warum bin ich dumm, warum passiert das Dreck immer mir? Man gab mir sozusagen die Möglichkeit, einen Computer zu kaufen, ein Keyboard, eine Menge Drogen, Alkohol, Marihuana, Kokain, Drogen absolut. Da habe ich mir diese Drogen, Kokain, Marihuana, Alkohol mit Freunden zugelegt und dann hier diesen Computer, diesen MIDI-Keyboard und machte Musikproduktionen. Natürlich gefielen mir Musikproduktionen, die selbstgespielte Dateien. Gefielen mir gar nicht, das konnte ich gar nicht haben. Wenn Musikproduktionen nur selbstgespielte Dateien, alles was ich nur selbst produzieren oder auch aus den Gefühlen kommen kann. Ne? Sozusagen, wenn ich mir das nochmals überdenke vor 7, 10 Jahren, wie das war, da wollte man sozusagen, hat man eigentlich schon längst begriffen, da will man sozusagen einen Computer, ein MIDI-Keyboard, ein Lautsprecher oder eine Menge Drogen, um sozusagen das Schluss im Ende zu finden. Ja? Da dachte ich auch immer wieder nach, im Heimlichen mit diesen Sachen dachte ich auch, ein Ausweg, eine Zukunftsperspektive hat hier niemand, ich auch nicht. Ja. Warum sollte ich noch übrig bleiben? Wenn alle schon weg sind, ja. Eine Zukunftsperspektive hat man nicht. Man hat doch keine Zukunftsperspektive als Bauarbeiter oder als Informatiker. Das sind alles Lügen. Arbeitsstellen, die eine Lüge darstellen. Schulen, die eine Lüge darstellen, damit die Lehrer die Kinder in den Griff haben und nicht loslassen müssen. Wie die Religion, wie alles, was sie tun, ja. Sozusagen eine Produktion, Abgewinnung, Massenvernichtung, systematische Tötung. Wie bei mir vor 10 Jahren wäre das systematisch eingetroffen. Weltweit, also eine 6-Kontinent-Weltraumstation. Ja. Natürlich musste ich das Ganze, habe ich mir das Ganze reingezogen. Über Monate lang machte ich tausende Musikinstrumente, verschiedener Art, ich hatte nie genug. Ja. Das bedeutet, dann stürmte die Polizei in meine Wohnung rein. Die Polizei stürmte rein und behauptete, ich hätte Drogenhandel betrieben. Ich habe ein bisschen das, ich habe dies gehandelt. Dann gab es natürlich aus dem Flughafenbehörde einige Personal, die bei mir zu Hause waren, die eigentlich keine Zivilpersonen sind, weil Zivilpersonen entweder im Labor, Gefängnis im unteren Bereich in einem Todzustand schweben oder der Rest schon mit Giftgase getötet war zu dieser Zeit, behauptete natürlich absichtlich, um ein bisschen zu entlasten. Bei Drogenhandel hätte ich 5 Kilo oder 10 Kilo Heroin gar verkauft und nicht nur Kokain. Natürlich war das eine absichtliche, teils Lüge für eine Entlastung sozusagen, für die Nichtglaubwürdigkeit dieser Drogenhandel. Der Drogenhandel selbst geht es ja für mich dabei, dass man ein Ende setzen will, weil man lebt in einem 6-Kontinent-Weltraumstation, die eigentlich für Produktion, Abgewinnung immer noch zu sehen und dann die systematische Tötung, Massenvernichtung genannt. Bis dahin auf Anklageerhebung derart
kam im Niederland das Internationale Strafgerichtshof, Schweiz, Genf und auch Italien und sonst wo, noch niemand zustande. Ja. Man muss sich ja anschauen, die Anziehung mit diesem chemischen Schößchen, diese Bewaffnung mit diesem Hammer und diesem Gerät, die Giftgastötung in einem Gerichtsgebäude, selbst in einem Gerichtsgebäude, ist ein systematisches Spiel, dass man das so tut. Ja. Und dann hat es noch Mauern, Gitter, Grenzzöllen, Flughäfen, die hinter einem Flughafen, vorne lebe ich, hinten eine Menge Kleinstädte, Gemeinden. Genau für derartige Produktions-, Abgewinnungs-, Tötungsopfer oder Frachtopfer, die man regelmäßig getrieben hat. Ja, dann gibt es noch die Überwachungssystem, ein Programm automatisch gestartetes Tag, Heizung, Nacht, durch diese UV-Strahlenlampen, diese Armeebehörde da oben als weitere Weltraumstation mit 6 Kontinenten. Da musste man ja überlegen, man hat keine Zukunftsperspektiven. Man war sozusagen, war ich am Ende, wie alle anderen, die das Ende sehen kamen. Ja. Und bei allen anderen war natürlich die Giftgastötung sehr schnell effizient vollzogen worden. Oder auch das schnelle Runterziehen damit bei Bewusstlosigkeit auf Implantate und danach die Tötung vorgenommen zu haben. Millionenfach. Nur in der Schweiz. Aber es ging das Ganze natürlich weiter. Ich musste wegen der Prozedur und Implantate von Geburt an, musste ich jetzt noch nach Kosovo. Nach der Inhaftierung, absichtlich falsche Beweisdarlegung, musste ich nach Kosovo reisen. In Kosovo gab es noch einige chirurgische Eingriffe. Magen-Darm sowie auch Körper- und Gehirnmitte. Gleich mehrfach. Mehrfache Monate gab es durch die NATO, UNO-Armee noch Transport. Ja. Kamen jahrelang die Organentnahme, jahrelang Organsubstanzen, haben verschiedene Prozeduren von Organentnahme, von Organsubstanzennahme, von Wiederwegverfrachtung in irgendwelche Weltraumzentralstationen, Landungsplatz, Einsteckungen, Infusionen, wieder zurück in anderen Länder und verschiedene Art von Organsubstanzen auch im Bad noch. Wobei nach dem Bad durfte man natürlich urinieren gehen. Nach dem Urinieren kam aus dem Schlauch im Magen-Darm und in dem Penis noch der restliche, sozusagen die restlichen Urinierungen ausgepumpt, damit ja nichts in die Urin oder in den Penis an Unreinheiten für weitere Entnahme reingeht. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, was man da durchmacht, multimilliardenfach von zivilen Personen. Die Chancen, eine Anklage zu erheben in Bezug auf diese Aussagen und tausend weitere, die ich getätigt habe, als sogenannte 6-Kontinent-Weltraumstation mit Produktion, Abgewinnung, systematische Massenvernichtung. Tötung, da kam bis dahin gar noch nicht dazu. Ja. Ich meine, man hat ja jetzt Richterschaft und die ziehen sich das an. Die machen das jetzt 80 Jahre schon, haben ja ein internationales Gerichtshof. Da kommt man gar nicht so weit, dass man überhaupt da eine Chance hat. Ja. Sozusagen alle Personen können sich ein bisschen Alkohol kaufen, die einen Depotflaschen für 50 Rappen noch zurückbringen. Unsere Zentrale, sozusagen denen ihre Zentrale unten, zählt noch die 3 oder 5 Franken aus den Flaschen und weiß, wird wohl noch diese 3 bis 5 Franken für weitere Alkohol oder ein Konservebüchse Essen sich gekauft haben. Danach könnten wir ja, wenn die Prozedur zu Ende ist, auch noch Giftgas töten, unten reinschleppen, die restlichen Sachen entnehmen, in die Waggons rein, für die Verarbeitung und vieles mehr. Ja. Das Problem, was man damit wohl sagen, ist ein hoffnungsloser Fall, den man eigentlich schon davor durchschaute und wusste, dass kapiert hat, dass keine Zukunftsperspektiven für ihn offen sind. Mit einer Invalidenversicherung, mit Sozialversicherung,
Jetzt versucht man 10 Jahre eine Anklage zu erheben, bereits offiziell, nach ein bisschen weniger, mit einer Anklageerhebung im Internationalen Strafgerichtshof Genf, Niederland. Oder versendet gar noch nach Amerika, Vereinten Nationen, noch einige Briefe. Man geht auf den Flughafen Terrassen, schreibt noch das Ganze auf, obwohl man eigentlich geistig, körperlich so total behindert ist und eigentlich nichts kann, schreibt man das zwangsmäßig auch so auf. Und natürlich gibt es ja diesen Zeitpunkt, wo genau dieser Zeitpunkt war, wo man die Musikinstrument macht, wo man über tausende Musikinstrumenten der traurigsten, der mittleren, verschiedene Art von Kontinentmusiken, verschiedene Art von Trauerstimulationsmusiken, von Diskothekmusiken, von Singmusiken, von Rapmusiken, von alles, was es gibt. Und da sieht man dann, man wird sozusagen rausgezogen aus dem. Das war unser Ziel nicht, wie alle Milliarden, sie da sterben zu lassen, zu töten. Diese Organe aus dem Gehirnkörper, Organsubstanzen in den Laboren unten zu entnehmen, wie von Laborgefängnissen. Unser Ziel war, mehr davon zu haben. Jetzt ist genau wieder dieser Zeitpunkt, Jahre später, in einer Nervenklinik, wo man genau diesen Zeitpunkt wieder hat. Man hat so viele Normen, so viele Prozeduren, man hat im Hintergrund so viel an Laboren, an Wegverfrachtungen, verschiedene Art von Weltraumstationen und Funktionen von zentralen Gehirn, Körper, an Strahlen, an Dosierungen, mehrfache Entnahme auf Organe, wirklich hochwertige. Würde diese Person jetzt da sterben oder in einem Hirntod, ohne diese Navigationssimulation mit dem Gehirnteil, würde natürlich die ganze Arbeit für die nächsten 10 Jahre mindestens, dass man auch davon eigentlich verdienen könnte, nach solch einer Zeit, wo man die Tankstellen, die Kabel, die Netzwerke, die Stromnetzwerke, wo man alles entzieht und auf sozusagen 190 Grad erneuert, ja. Da wäre es ja schade für uns, ist es da, ja. Jetzt frage ich mich eins, wie sieht es weltweit aus, sogenannte UNO-NATO-Armee, Internationaler Strafgerichtshof. Wie sieht es weltweit mit allen aus, die da unten so gemütlich leben, so bequem leben, mit diesen Weltraumstationen da oben, natürlich die Kommunikation pflegen, so die direkte Verbindung bei mir von Geburt an mit Prozeduren. Wie sieht bei diesen Personen jetzt aus? Ja? Wir selbst sind zukunftsperspektivlos. Man kann uns vieles vormachen an Schulen, an Arbeit, an Schularbeiten. Man kann uns alles vormachen, ja. Man muss euch ja glauben. Aber wie sieht es jetzt mit der Konsequenz von euch aus, die ihr ergreifen müsst? Ja? Ihr müsst eine Konsequenz ergreifen. Ich selbst war bereit, im Jahr 014, 013, 012, wie alle anderen, als man mit Konservedosen, mit ein bisschen Gasherd, das Giftgase noch spuckte, mit 2 bis 3 Franken in der Tasche, natürlich zu sterben, ja, weil man keine Zukunftsperspektiven hat. Ob als Obdachloser auf der Straße oder in der eigenen Einzimmerwohnung, wo die Kacke und Pisse von euren Leuten gar noch von unten raufgeschoben wird, ja, raufgepumpt wird. Jetzt will ich mich eins bei euch allen fragen, wie sieht es jetzt aus, ich möchte einen Antrag, Anklage auf ein Sonderspezialtribunalgericht. Deshalb aus diesen Kriegsverbrechen gehen. Mit tausenden weiterer Optionen. Wir alle weltweit mussten bereit sein zu hungern, zu dursten oder auch auf der Straße vor allem zu masturbieren, zu kacken, zu pinkeln und Sachen zu tun, die nie ein anständiger Mensch tun würde. Wir alle anständige Menschen waren und nicht tun wollten. Aber uns dazu gezwungen hat. Ja. Will ich Sie weltweit, der UNO-NATO, der Internationale Strafgerichtshof, sowie die Weltraumstationen da oben, die die Zentralen pflegen, geheim sein wollen, mit all den anderen Hauptüberwachung, sogenannte Hauptüberwachung,
Weltraum, Hauptwaffensystemstationen mit vieles mehr, möchte ich jetzt einmal von Ihnen, dass Sie mal zu sehen bekommen, uns war der Schluss der Tod, ja. Man kriegt ja nicht mehr über, man sah ein, man hat keine Zukunftsperspektiven, man hat gar nichts. Da war es okay für uns, man kann uns töten, so wollen wir nicht leben. Dementsprechend wurden wir alle ermordet, auf offener Straße, in den Wohnungen, in den Gefängnissen oder Laborgefängnissen. Aber bereit zu sterben waren wir alle nicht, für euren Bereicherung und für noch mehr dafür für euch. Jetzt will ich, dass sie in dieser Grenze stecken, wo man ihnen und all den anderen nicht mehr weiterhelfen kann und nicht umgehen kann. Damals war es noch dieses Thema, das andere wurde nicht behandelt, es kam später dazu. Nein, das wurde ebenfalls verklagt und wurde immer wieder betont, was das Opfer alles nicht wissen tut oder kann, wird von den Täterschaften nie angesprochen. Ich möchte, dass ab diesem Zeitpunkt nicht ein Anwalt zu mir kommt mit dieser Kostümierung von unten auf, mich irgendwo hinfährt, wo wiederum die Richterschaft aus Niederland, die live zugeschaltet ist, von unten sich noch schnell die falsche Identitäten, die Kostümierung aufzieht, eine falsche Identität auf den Tisch stellt und von unten raufkommt und so tut, als hätte er nichts gewusst oder als hätte er doch alles gewusst, ja, aber zu nichts in der Lage sei zu verlieren. Ich möchte sozusagen nicht überlebt haben, weil die nachträgliche Prozeduren wie nachgewiesen für euer Arschloch so wichtig ist, ja, damit ihr verdienen könnt nach diesem großen Zeit. Nach euren errungenen Profit, Zweck und Bereicherung an mich. Ich möchte, dass wir mal Konsequenzen tragen können. Und etwas ändern tut, ja. Ich habe oft überlegt, wie gehe ich da raus und verändere mal was. Alles, was mir nicht gefällt, ist da draus. Wie verändere ich das? Gehe ich jetzt zu diesem Fahrzeug, fahre mit einem Fahrzeug in die Wand rein, kaufe ich mir eine Schusspistole und schieße in den Wänden oder in den Fenster. Oder kaufe ich mir einen Gasherd und stelle ihn auf der Straße und mache mit meinen Büchsen ein bisschen Essen. Also sagen sie, haben uns alle Möglichkeiten genommen. Wenn ich jetzt der Welt das erzählen will, habe ich einen Journalismus von Telezüri, CNN, Fox 5 News, RT. Ich habe alle Journalisten da draußen, wo die wollen profitieren daran verdienen. Die sind selbst für das eigene Leib und Leben so nichts bereit. Aber wir müssen für alles, für euch, neue Bereicherung bereit sein. Ich möchte, dass sie das ändern und ein Ende setzen. Anklage. Ich habe noch ein Problem mit dir, ja, Strafantrag, Anklage, wegen Kriegsverbrechen. Mein Problem ist mit Ihnen immer noch dieselben Probleme, die ich pflege. Meine leiblichen Eltern sind diese Personen nicht, weder mein Neffen, weder meine Schwestern, weder mein Bruder, weder meine Nichten. Aber sie begreifen es immer noch nicht im Flughafenareal. Sie versenden diese Personen, die sich als Eltern bei mir aufspielen, sich mit diesen Sachen, mit Injektionen, mit Technologieausrüstungen in den Wohnungen, mit einigen giftigen Abgasen und vieles mehr. Und spielen mir immer eins vor, die würden in Urlaub gehen. Die gehen in den Urlaub, aber es sind Kriegsverbrecher, die aus dem Schweiz-Zürich-Flughafen nach Kosovo-Flughafen und sonstige Länder hinreisen in Bezug auf die Funktionsimplantate sowie auf Laborabgewinnung, Produktionen, Laborsachen mitnehmen und vieles mehr. Das bedeutet, sie sind darauf nochmals verklagt. Ja, verstehen Sie? Ich möchte nicht, dass sie mir wie ein parasitisches Dreck jetzt noch einmal eins auf Eltern spielen, eins auf Polizisten, die es gut meinen mit dem Opfer in die Psychiatrie hier oder irgendetwas von allem. Sie verdammtes Hundensohn-Scheiß, verdammtes Hundentochter-Dreck, Mann. Sie krankhaftes Viehdreck. Wie umbrückt man den
Tod eines Persons, wenn man die krankhaften Strahlen, Ladungen, Giftinjektionen, Flüssigkeiten verpasst. Wie umgeht man den Tod einer dieser Personen, indem man keine Hirnpulsadern hat, Augenorganen und mittleren Gehirnteil, ein kleines Durchloch hat mit Körperorganen wie Pulsadern, Muskulatur und auch Körperorganen, Leber, Nieren, Herz, Genitalien, Magen, Darm, Luftröhre nicht vorhanden sind. So umgehen sie eine der krankhaften Folterquälerei, Dosierung vom Gehirn, Pumpung vom Gehirn, alles was sie wollen. Ja. Wie umgehen sie nach knapp 40 Jahren Giftgaskammer mit krankhaften Bodenwaffensysteme und einige Technologieinstallationen, Giftgasen und vieles mehr, indem man 40 Jahre zurückgetreten, hirntot in einer Wohnung mit ihrem Psychopathen lebt. Ja. Wie umgehen sie die Funktion von Personen mit Programmierung, mit Abgewinnung von Weltraumstationen, die da oben sind und ganz weit weg, die sie beispielsweise eine Aktivierung einer weiteren Weltraumstation und Funktionszentralen, ja. So machen sie schon längst ihre Multi-Stupid Intelligence Agencies, ja. Der NATO, UNO, Armee da unten, ja. Ist die aufkommen mit diesen Funktionsimplantaten, diesen Technologiegeräten, die man hier sieht, als Beweis, Aufzeichnung und Aussage, ja. Dass es hier eine Kirche hat und eine Moschee gleich nebenan noch, die mit dem Psychiatrie im unteren Bereich zusammenhängt, ja. Hier gibt es das Tafelklinik, Psychiatrische Universitätsklinik, Lenk-Schultes-Klinik, mehr für Mensch mit Körperbehinderung. Dann gibt es dahinter noch die Moschee, ja, und hier noch die Kirchen, ja. Als ältesten Hightech-Waffensystemen, gleichzeitig Kommunikationssystemen. Diese Multifunktionstechnologie-Implantationen, mittleren Gehirnteil, mit der ganzheitlichen Wahrnehmung als ein navigationsintelligentes Handeln, Sehen, Denken, Erinnern, Sprechen, Hören und Fühlen. Sie sind nochmals angeklagt. Direkte Verbindung auf die Implantate, Steuerung, Tausendsache, direkte Zentralverbindung, Körper und Gehirn, wie man sieht, krankhafte Kriegsverbrecher angeklagt. Da vorstellen, schon findet man einige der NATO-Armee, Schweiz, Armee-Anziehungen, Armeetaschen, Armeehosen. Auch hier nicht anders. Die ganze NATO-UNO-Armee. Stellen Sie sich vor, die geben sich als Zivilpersonen aus. Aber diese Personen sind keine Zivilpersonen, sind multimillionenfache geschulte Massenmörder. Hey,
wäre vielleicht ein bisschen behilflicher gewesen, aber nicht wie in den Bordellen, Nuttenhäuser, ja. Sind ein bisschen besser drauf. Länder und Staaten der sogenannten NATO UNO Army. Wenn ich hier noch auf den S7 13 Uhr 45. Wir können nochmals nachträglich als Beweisaufzeichnungen die Häuser und die Wohnungen anschauen, die ich per Glas von Glas durch die Armeeuniformen als Pullover oder als Hosen sind auch Genugtuung. Da weiß man, ist Armee auch bei ihr unten, die Armeeuniformen und viele anderen auch, sind verschiedene Länder, Staaten. NATO UNO Armee, verschiedene Alter, krankhafte Kriegsverbrecher. Auf jeden Fall, wie schon erwähnt, ich werde ihn nachträglich, sobald er zukommt, werde ich in eine Menge Häuser, Wohnungen zeigen, die Sie aus dem Fenster schauen können, auf die Videoaufzeichnungen aufgenommen. Sie werden staunen, dass in den Wohnungen kein Mensch lebt. Die Wohnungen sind sozusagen von den Personen, die zivil wie ich ausgebeutet, ausgemordet worden sind, mit Giftgastötungen oder sonstiges, was denen angetan worden ist oder immer noch angetan wird, wird von diesen Personen allen, wenn man die mal fragen sollte, wo sind sie wohnhaft, wo leben sie als wohnhaft, was für Ausweispässe oder Identifikationen, Personalien haben sie, werden natürlich gefälschte Personalien auf jeweiligen Hightech 3D-Schutzmaskenanziehungen darauf angewiesen. Die Zentrale unten übertreibt das ja schon längst so. Wir begrüßen Sie in der S7 nach Hartbrücke, Oerlikon, Opfikon, Winterthur. Nur hat Zürich Hauptbahnhof ziemlich gar niemanden hier, wie man sieht. Zürich Hauptbahnhof ziemlich entleert. So sieht es also Zürich und so weiter. Aber wenn ihr nach Street Parade wollt, dort ist doch die große Party. Nicht doch zu den kleinen Dörfern oder Städten, wo ihr unten in den Lagerräumen mit euren Leuten feiert. Nicht in den Wohnungen, in den Spielparken oder sonst so. Mit Durchgängen und das Ganze. Gemeinschaftszentren. Krankhaftes Paramilitär, ein sogenanntes Terrorarmee, das im Gemeinschaftszentrum jedes Stadt, Dorf, Gemeinde, Kanton im unteren Ebene als Gemeinschaftszentrum mit Täuschungen, mit Aufspielungen, mit Verarschungen lebt. Diesen Dreck will ich hier nicht mehr bei euch. Das sind die Neubau. Hier sieht man die Neubau. Hier lebt natürlich niemand. Gibt es einige, die wahrscheinlich unten leben, auch gehen können.
Oder einige, die noch in den Park zu fünft gehen. Fünf Personen nur. Gibt es noch die EWC? Solarpanels suchen Hausdächer. Solarpanels suchen Verbrecher. Für Solarweapons. Gibt es auch keine Gesetze daran. Aber auch der Bodenwaffensystem, den man hier unten sieht. Ja, wo bleibt der Unterschied zwischen Solarpanel, Solarweapons und Bodenweapons? Bodenwaffensystem. Also ich ziehe wie ein Vogel mit meinem Computer und Solarpanels und brenne ihn durch, bis nichts mehr runterfällt. Die Personen da unten können mit Bodenwaffensystemen Menschen anvisieren, wie bei mir hier zu sehen. Ja? Verschiedene Funktionszentralen unten durch, Verbindungen für die Abgewinnung, Produktion, Programmierungen und vieles mehr. Aber nein, man nennt es nicht Bodenwaffensysteme, ja? Dann ist das Solarpanel-Waffensystem illegal, ja? Ist ein Verbrechen, ihr nicht. Ihr macht wieder kein Verbrechen, ja? Das ist noch der Orlikon. Orlikon ist im Neubau durch die Schweizer Armee. Durch die NATO-Unarmee. Hier in diesem Tunnel Gleise darf nur Armeepersonal die Schulung für diese Arbeitstätigkeit hat. Aber wie man hier sieht, lebt hier auch niemand. Zivile Deckung, Täuschung, ein bisschen bösen, amerikanische Flagge beim Swiss Hotel, Schweizer Flagge. Aber hier auch nur eine einzelne Armee-Einheitsorganisation. Die wiederum irgendwo hingehen, wo es eingeladen sind. Ja. Irgendwo neue Schulungen, neue Absprechungen oder sonstiges, wie man es hier enden tut, neu aufbauen tut, wohl vorhanden sein. Wie schon gesagt, Zürich, Oerlikon, Zürich, Flughafen. Bis nach Wallisellen, Zürich Flughafen, Dübendorf, Air Force Dübendorf. Müsste auch noch drauf sein, Zürich Flughafen selbst, Terrasse, Zürich Flughafen im Inneren, Zürich Orlikon, Zürich Hartbrücke, Zürich Hauptbahnhof, Zürich Stadthaupt. Dann habe ich es noch Zürich Stadelhofen gezeigt, auch Zürich Psychiatrie. Ja. Dann gab es noch die andere Seite. Von diesem Thermalbad, die habe ich auch aufgezeichnet, gezeigt, die Bahnhofstraße, die Limmatplatz. Sollte sogar noch von Bülach noch etwas drinnen sein. Ich habe eigentlich den ganzen Kanton Zürich aufgezeichnet. Das ist alles auch zu sehen mit Dokumentationen, mit Beweisentnahme, mit Anklage, Erhebungspunkte, Aussage, Beweisabgaben. Mit allem. Ich glaube, mehr braucht es von Zürich hier zu sehen. Ja. Bis in einigen Jahren, wenn die Kinder selbst dann, Laboropfer genannt, ein paar Millionen da draußen leben, solltet ihr unbedingt mal meine Aufzeichnungen zu dieser Zeit, wenn sozusagen die größten Giftauspumpung, Luft fehlend. Da oben ist eine Weltraumstation mit 6 Kontinenten. Wie diese 6 Kontinente, Afrika, Arabien, Amerika, Europa, Asien, Nord-, Südamerika. Also merken Sie sich. Danach können Sie die neue Schweiz vergleichen mit meinen Aussagen und Aufzeichnungen. Keine Weltraumstation mit 6 Kontinenten am Flughafen unten. Mit Verbindungen zu diesen Sachen, mit Zentralen. Keine Verbindung zu Funktionsweltraumstationen, mit ganz woanders hin, wo man aktiviert oder funktionsfähig macht. Oder, ja. Mit Laboren, mit allem.